So, 33, also noch zwei, das geht auf jeden Fall. Dann haben wir hier, da können wir eigentlich volle Kanne. Ohne Limit. Hier haben wir ein Limit, aber das ist ziemlich hoch. 54, 64, 69, genau. Also auf jeden Fall bauen. Der, den haben wir ja gerade um 4 erleichtert. Da können wir die 4 wieder nachbauen. Damit er hier ein bisschen schneller hochkommt. Heimdall 53 ist Maximum. Hier ist auch 33 das Maximum. Da haben wir das Maximum. Paradise, genau, 65. Das wären 13. Ich habe 90 Nahrung, also könnte ich 25 Armeen ernähren, also easy. Da haben wir auch das Maximum. Kontrollphase können wir jetzt mal gucken, aber ich glaube, das hatte ich ja schon auf dem Optimumwert. 65, genau. Alles in Ordnung. Ja, mehr Leute, die Verträge brechen, als dass sie dazu kommen. Nun gut, bald geht ja unsere Großinvasionsphase los, hoffentlich. Dann haben sie vielleicht ein bisschen mehr Respekt irgendwann oder Angst. Ist ja kein Respekt, ist ja Angst, ist ja ein Unterschied. So, dann hier Terminus, genau, mit seinen 8 Schiffen, die er da bauen kann. Ja gut, 13, stimmt. Ich habe ein bisschen abgeladen an erhandelten Industriegütern. Hier will auch gar keiner handeln. Ist die Produktion auch eher ein bisschen zäh. Ich glaube, auf den kleinen weiß ich gar nicht, ob ich da wirklich jede Runde Schiffe bauen muss, weil. Oh, bin ich hier noch gar nicht fertig? 30, 24, ach so, Maximum einfach. Ob ich da wirklich jedes Mal 8 Schiffe bauen muss, weil das geht ja nicht verloren. Die Industriegüter auf dem Planeten gehen ja nicht verloren, insofern. Kann ich hier einfach liegen lassen und alle paar Runden mal reingucken und dann eine größere Menge bauen. Das ist gerade jetzt, wenn man mehr Planeten hat, auch einfach nicht mehr so zäh. So Dinger wie hier, aber ich meine selbst die hier. Ob ich jetzt die 3x15 baue oder 1x45, ist ja eigentlich auch wurscht. Dann kann man nämlich die Runden mal ein bisschen beschleunigen. Gerade in der Aufrüstungsphase. Nur die Sachen bauen, wo man wirklich noch am Planeten ausbauen muss. Das ist ja jetzt eigentlich schon nur noch hier links die blauen, meine ich. Der müsste jetzt nämlich auch langsam fertig sein. 22, 33, genau, der hat nämlich auch schon Batterien gebaut. Die sind jetzt auch auf Maximum. Jetzt können wir aber hier mal die Schiffskapazitäten erhöhen. Das ist nämlich gut, weil hier hat ja der Handel ganz gut funktioniert. Heißt, hier lohnt es sich auch tatsächlich jede Runde Schiffe zu bauen, damit ich da den Handel noch ein bisschen ausnutzen kann, solange er noch funktioniert.
Ich glaube, man kann das Zehnfache der Planetengröße lagern. Also man kann ruhig mal zwei, drei Runden aussetzen. Ach, drei Runden muss man aber schon echt mal langsam wieder gucken, weil die kleineren Planeten können dann schon ein bisschen kritisch werden, was den Platz angeht. Sonst kriegt man den ganzen Güter, die man produziert hat, gar nicht mehr untergebracht auf dem Planeten. Das wäre ja auch nicht so geil. So langsam kriegen wir ja auch ein paar Bomber zusammen. Das muss ich auch mal gucken, aber die werden mittlerweile ja auch so abartig hochgerüstet sein, wahrscheinlich. 200 Divisionen, ey, alter Mann. 161 planetare Verteidigung, da habe ich mir was eingebrockt, dass ich mit denen gehandelt habe. 63 Divisionen, 22, das kriegt man eher noch hin, aber der ist halt auch kleiner. Aber na gut, schadet ja auch nicht. So, jetzt hier unten war ich, glaube ich, noch nicht. Wie sieht's denn aus? Industrie muss noch gebaut werden. 5, 14 sind 70. Okay, also genug Armeen habe ich. 18, 28. Ja, der geht hier auch aufs Maximum. Nahrung habe ich auch mehr als genug. Alles cool. Ja, wir nähern uns unserer ersten Konfliktphase, aber wir sind noch nicht ganz da. So, das Abladen der Güter, das werde ich wahrscheinlich eher nur hier brauchen. Weil die halt auch gern schnell voll ist, hier die Flotte. Da können wir mal gucken. Da haben wir aber jetzt eigentlich alles im Griff. Die sind jetzt Selbstversorger. Ja, da läuft die Produktion. Da hat alles cool. Das heißt, wir können jetzt eigentlich hier hin düsen. Und es dann mal ein bisschen auszugleichen. Dann ist nämlich die Flotte hier einfach leer. Dann kann die nämlich auch wieder zurückfliegen. Einfach nur die restlichen Armeen noch übertragen und so. So, was haben wir denn hier? Wir haben Scorpio. Der ist ein bisschen kleiner, das ist aber ein gutes Verhältnis. 36, 66. Der sieht ganz cool aus. Der andere. Ach hey. Aber das ist ein. Alter, ist das ein Armeezuchtplanet, alter Schwede, ey. Uiuiui. Also, wenn wir die mal beide angehen, einfach. Wir haben es ja. So. Sagen wir mal, wenn wir 10 soll, 10 Arbeiter haben, sagen wir 4. Ich glaube, wir haben hier gehandelt, sonst hätten wir nicht plötzlich Güter in unserer Armeeflotte. Auf Planet Dings auch nochmal 4 erstmal, bis die Farmen arbeiten. Dann brauchen wir Güter, die können wir noch hier abladen auf dem, sag mal, auf dem anderen. 20 drauf. Dann haben wir Sklaven, nehmen wir mal 10, das sind 20 Farmen, das ist schon ordentlich. Und das gleiche nochmal hier. Und dann haben wir noch Nahrung. Ja, einfach mal 40 Stück erstmal. Dann schauen wir mal, wie es im nächsten Jahr aussieht. Bei eigentlich.
Ich habe ja gar nicht so viel Geld, um so viel Farmen zu kaufen. Sagen wir mal, ich mache 1 und 4, das sind 8 Farmen. Dann reichen nämlich erstmal 20 Nahrung. Und 8 Farmen sind mal 4 sind 32. 32 und 3 mal Industrie wären nochmal 24. 56. Das gleiche hier. Wo waren meine Rohstoffflotte? Das waren die Sklaven. Hier die Güter. Den einen da noch runter, auf den kommt es jetzt auch nicht mehr an. Okay. Ich habe gerade überlegt, ob ich in meinem Heimatsystem schon mal Soldaten in die Flotte hole für eine Invasion später, wenn ich genug Bomber gebaut habe, aber der eine Planet ist ja noch im Aufbau. Ich hätte natürlich wieder 4 rüberziehen können. Das sollte ich jetzt auch wirklich jedes Mal machen. Das ist dann schon irgendwie besser, dass man da ein bisschen in die Gänge kommt mit der Produktion an Soldaten. Weil ich muss ja dann, wenn ich die Bomber habe und so, wenn ich die autonomen Welten da bombardieren kann, dann muss ich auch irgendwie eine Invasionsmacht haben, um da auch tatsächlich den Planeten dann zu übernehmen, ne? Wenn ich ihn schon kaputt gebombt habe. Sonst macht das ja auch wenig Sinn. Taifun 33, da sind wir am Maximum. Da sind wir noch lange nicht am Maximum und da können wir auch gar nicht hinkommen. Wolf hat auch noch Luft nach oben. Da sind wir am Maximum. Da werden wir auch nie zu viele haben können. Da sind wir am Maximum. Da auch. Da auch. Da können wir 90, 65 sind 25, können wir hier haben. Das können wir auch mal anstreben. 210 ist Maximum. Jetzt ist die Frage, das ist die Kontrollphase, die Runde. Da können wir eigentlich hier mal noch alles auf Null lassen. Aber die haben nämlich jetzt nur noch ihre 13 Nahrung. Das reicht noch für ein Jahr. Aber die sollen noch gar nicht mehr werden. Da muss ich erstmal die Farmen bauen. Jetzt kann ich die Runde machen, wobei 4 können sich eigentlich auch nicht vermehren. Obwohl, gehen wir mal kein Risiko ein. Wenn sie sich eh nicht vermehren, ist auch egal, wenn mein Limit da ist. Und wenn sie sich doch vermehren, dann reichen vielleicht meine Soldaten nicht. Also immer mit der Ruhe, nicht wahr? Immerhin plus 2. Bauphase. So, da hatte ich ja jetzt gesagt, da will ich ja gar nicht jedes Mal überall hin. Also gehen wir mal hier hin. Da brauche ich auf jeden Fall so viel wie geht an Flotte. Weil hier der Handel noch funktioniert. Und ich gehe auf jeden Fall hier hin, weil das mein neuer Planet ist. Da müssen wir sowieso nach dem Rechten schauen. Paradise 18, 28. Aber der ist ja schon autark. Da läuft schon alles perfekt. Wie ein Uhrwerk. Oh, aber ich muss auf jeden Fall hier die Farmen bauen. Das heißt, so, wir bauen schon mal die 8 Farmen und die 3.
Produzieren wir nämlich schon mal 40 Nahrung und dann sind wir direkt autark. Und dann können wir langsam mal noch ein paar Leute runtersetzen, damit auch die Vermehrung klappt. Damit wir wenigstens eine Vermehrung haben, sonst 0,8 funktioniert halt nicht. Das gleiche hier, wir nehmen die 8 und die 3. Das ist sehr schön, sonst muss ich eigentlich nichts bauen. Es war ja nichts mehr im Aufbau. Was war denn eigentlich hier? War der Aufbau durch? Ja. Okay. Dann kürzen wir die mal ab, die Runde, und machen beim nächsten Mal dann dafür umso mehr. Bewegung, das könnte ich hier, vielleicht könnte ich ein bisschen was aus der Flotte rausholen, wobei der Handel läuft ganz gut und der handelt eigentlich auch fast immer das Maximum. Hier haben wir auf 15. Ah, genau, dann wollte ich hier oben ja die 4 wieder rübersetzen, die 4 Soldaten. Die hier mal aus. Ich glaube, ansonsten jetzt nichts, was irgendwie dringend nötig wäre. Oh, ich könnte die eine Flotte zurückschicken hier wahrscheinlich. Die kann ich jetzt auf jeden Fall mal merchen. Ach, die sind gleich da. Das sind nur die 4, die ich hier habe. Ja, dann sind wir eigentlich hier auch durch. Bewegung. Wir müssen auch nicht jedes Mal die 5 Sachen da abladen. Von den Schiffen. Das können wir auch alle 2 Runden machen. Taifun 33, das ist schon das Maximum. Sowas. Ich will auch Armeen bauen. Da können wir auf jeden Fall noch. Wolf hat auch noch Luft nach oben. Da können wir die 4 wieder bauen. Da rüsten wir auch ordentlich hoch. Da wird jetzt die Zuwachsrate langsam wieder erträglich. 230 ist voll. 110 ist auch voll. Terminus ist voll. Paradise kann 25 halten. Da können wir noch 210 ist auch voll. Jetzt müssten wir eigentlich mal schauen können. Jetzt sollten wir die Kontrolle hier erhöhen können. Die Bevölkerungskontrolle. Jetzt haben wir nämlich unsere Nahrungsproduktion am Laufen. Das heißt, wir haben Maximum 150. Sehr schön. Also 150 und weiter geht's mit Zyron. Was brauchen wir hier? 51. Elf Divisionen ist auch gar nicht so viel. Will ich gerade, ob ich die einfach direkt komplett absetze schon. Ich habe ja eigentlich einiges an Soldaten dabei. Weil der kann nämlich auch zügig anfangen, hier Soldaten zu produzieren. Muss ich vielleicht sogar auch schon mal noch extra Sklaven runtersetzen schon mal. Zwei neue und zwei weg natürlich. Zu früh gefreut.
So, die Bauphase mache ich mal einmal komplett, dass ich wieder sehe, was hier Phase ist. Heimdall. Der war fertig. Der produziert auch ordentlich Güter. So, dann kann er nämlich auch gleich mit Bomberbau anfangen. Weiter geht's hier. Terminus 66, naja. Immerhin mal eine nicht unrelevante Menge an Schiffen gebaut. Taifun. Boah, 21 Schiffe, lohnt auch. Dann haben wir hier Gomorra, der war auch schon fertig. Was? So. Da muss ich tatsächlich auch Schiffe bauen, dass hier mal der Handel ein bisschen läuft, weil die handeln tatsächlich auch noch. Die können halt nur nicht so viel immer, weil ich keinen Platz auf dem Schiff habe. Ja, erstmal hier oben weiter vielleicht. Fünf Bomber, immerhin. Man muss ja mit allem zufrieden sein, was man kriegen kann, ne? Auch wenn es bloß fünf Bomber sind. So, da. Kanya. Auch schon am Bomber bauen. Und zwar ordentlich. So soll's sein, nicht wahr? Wulf. Er hält sich noch mit Transportern auf. Nicht so der große Industriegigant hier, der Wolf, im Gegensatz zu dem anderen. Und hier läuft der Handel auch ganz gut. So, Heimatplanet hatte ich schon. Das heißt, hier geht es nochmal weiter. Hier muss ich jetzt aber auch tatsächlich schon mal außer der Reihe. Ein Transportschiff bauen, einfach damit es da rumsteht. Jetzt verliere ich doch irgendwann mal den Überblick, wo ich überall schon bin. So. Scorpio 36, 66. Ach so, ich habe gar keine Industrie wieder, ja, weil ich nicht genug Leute habe, um die anderen zu bewirtschaften. Also ich brauche noch mindestens 6 Leute, also Population 10 wäre ganz gut. Sonst entwickelt sich hier auch nichts weiter. Und das gleiche gilt wahrscheinlich für Zyron. Selbstverständlich. Also kann ich hier nichts bauen. Bauphase durch. Immer noch keine Konflikte. Ist es nicht schön, so friedlich zu sein? Bewegungsphase. So, also jetzt muss ich auf jeden Fall hier noch ein bisschen was abladen. Und zwar, ich gehe mal auf 10, dann kann ich nämlich. Können sich nämlich vermehren vernünftig. Von der Nahrung her reicht es. Ich kann mal die Hälfte von den Gütern.
So, und auf den anderen Planeten packen wir auch 10, den Rest der Güter. Dann, was haben wir noch Schönes? Das können wir eigentlich mit den anderen Armeen hier, das können wir mal in unsere Armeegeschichte reinbauen. Ist das nämlich unsere Handelsflotte? Zwei Planeten, zwei Planeten. Dann können wir einfach mal dahin fliegen, ein bisschen rumhandeln. So, und er. Okay, ich glaube, das ist meine Güterflotte hier. Nummer 9 sind die Sklaven, genau. Packen wir einfach mal 10 dazu. So arg viele müssen es auch nicht sein, weil bis ich Fabriken bauen kann. Macht das ja auch keinen Sinn, dass die da sind. Jetzt haben sie eh nichts zu tun. Also der kann die Armeen mal in die Armeenflotte packen. Das ist die Güterflotte, okay. Die Sklaven darüber laden. Okay, das ist ja meine Nahrungsflotte. Okay, also dann passt das wieder so. Ich weiß sowieso nicht, wieso das jetzt plötzlich da drin war. Also eigentlich sollte das drin in den anderen sein, aber egal. Nun gut, weil ich hatte die ja eigentlich verteilt. Ach so, genau, das ist einer, den habe ich ja gerade gebaut. Meine Güte, Gehirn einschalten. Ist schon spät. Ich glaube, die letzte Runde für heute. So. Der handelt hier immer noch ganz gut. So, also langsam habe ich da auch Schiffe. So, jetzt muss ich vielleicht keine Leute mehr übersetzen, aber ich kann mir die 4 ja immer mal schon mal rausziehen hier. Die sind eh so stark, dass diese wahrscheinlich auch schon deshalb nicht mehr mit mir handeln, weil die eh alles im Überfluss haben. Außerdem will ich die gleich erobern, deswegen muss ich die vielleicht auch gar nicht jetzt mehr mit irgendwelchen Gütern hier supporten. Okay, können wir mal ein bisschen was abladen. Soldaten hier rausholen macht vielleicht auch noch keinen Sinn. Naja, der ist auch noch nicht wieder auf seinem Maximallevel hier mit den 69. Wenn er da wieder rankommt, dann kann ich das hier auch machen. Auch wenn das jetzt eigentlich noch keine Bomberflotte ist, aber kann ich ja dann vielleicht mit der hier mal irgendwann austauschen. Wie sieht es denn aus auf Vulkania? Ich habe 37, 35 bis 37. Ist jetzt nicht so geil, ne? Immer zwei runterholen. Naja, andererseits muss ja irgendwie. Seine Kriegsflotten auch bestücken, ne? Dann haben wir hier gar nichts. Planet wollte ich eigentlich nicht. Flotter. Da tut sie auch nichts. Das ist so elendig. Vielleicht soll ich jetzt auch das Handeln irgendwie langsam mal einstellen, zumindest das hier in den System, wo ich mich dann ausbreiten will. Also, als ob die Dinger da rumliegen oder nicht, ist jetzt auch nicht so der Killer, aber das hier hat sich gelohnt.
runter auf 20. Und hier, die handeln ja eigentlich auch nie mit mir. Ja. Da kann ich aber mal gucken, da könnte ich jetzt auch schon mal langsam Soldaten runterziehen. Der ist ja auch voll. 36 reichen hier. Das lohnt sich. 36 reichen hier. Das ist perfekt. Dann können wir nämlich... ...17 runterholen hier. Und weil er demnächst zerstört wird, muss er auch nicht mehr handeln. Okay, dann haben wir alles. Und dann haben wir wieder ein Jahr geschafft.